Leto, hallo. Wie schön, dich gesund und munter zu sehen. Ach ja? Natürlich. Wir sind doch alte Kumpel, oder? Wer ist dein Freund? Geralt von Riva, Hexer. Noch einer? Gibt es in der Gegend etwa einen Großauftrag? Wollt ihr euch nicht setzen und was trinken? Mit Verrätern und Ratten trinke ich nicht. Ho, ho, ho! Immer mit der Ruhe. Ihr seid hier auf meinem Gebiet. Arnold Westers Männer sind beim Herrenhaus aufgetaucht. Du hast als einziger gewusst, dass ich dort war. Sie sind dir doch schon eine Weile auf den Fersen. Hast du selbst gesagt. Vielleicht haben sie Wind bekommen. Mit deiner Hilfe. Du bist noch keine 5 Minuten hier und hast mich schon 2-mal beleidigt. Abschaum wie du ist keine Beleidigung wert. Vorsicht, Männer! Das sind Hexer! Hexer greifen keine Menschen an! Für dich mache ich nicht. Leg ruhig, oder du wirst verbluten. Sag mir, wo Westers Männer sind. Dann gebe ich dir was, um die Blutung zu stoppen. Sie sind nördlich von hier, in Lindenthal. Irgendwie glaube ich dir nicht. Warum sollte ich lügen? Leto, du musst mir vergeben. Das war nichts Persönliches. Die Dinge sind in letzter Zeit nicht gut gelaufen. Wir sind mit den Schwarzen aneinander geraten. Eines Tages ist Vesta aufgetaucht. Hat die Hälfte der Belohnung auf deinen Kopf angeboten und eine Begnadigung vom Kaiser. Das musst du verstehen. So ein Angebot kann man nicht ablehnen. Ich verstehe. Hey, meine Medizin! Du musst verstehen, Louis. Leute wie mich verrät man nicht. Wir sollten zu Vesta. Ich gehe mit dir. Bastarde! Hier gibt's tollwütige Hunde. Die fressen mich lebendig. Erbarmen! Bastarde! Verdammt! Hier gibt's tollwütige Hunde. Die fressen mich lebendig. Erbarmen! Bastarde! Verdammt! Hier gibt's tollwütige Hunde. Die fressen mich lebendig. Aber schneller! Arnold Wester. Nilfgaardischer Name. Aus Methena, glaube ich. Aber er hat überall vom fernen Süden bis zu den Drachenbergen gejagt und getötet. Warum habe ich noch nie von ihm gehört? Der Typ hat verschiedene Namen. Brendan Wilfe, Apo Saxon, Manfred Kasper. Manfred Kasper? Guter Name für einen Clown. Die er umgebracht hat, haben sicher nicht gelacht. Seine bevorzugte Methode? Zähne ausreißen, einzeln.
Dann den Mund von Ohr zu Ohr aufschneiden. So werden säumige Schuldner in der nilfgaardischen Unterwelt bestraft. Was für eine Laufbahn. Von der Unterwelt an den Hof des Kaisers. Ja, Abschaum schwimmt meistens oben. Halte die Augen offen. Denkst du, dass sie wirklich hier sind? Ich weiß nicht. Aber wie gesagt, ich bin sehr vorsichtig geworden. Er ist der blutige Baron. Gloria, geht es immer noch schlecht. Schöne Pferde. Die sind mehr wert als das ganze Dorf. Was ist in der Scheune? Hi. Habt ihr Besuch? Lauf zu deinen Eltern. Sag ihnen, dass sie alle Wertsachen nehmen und mit dir fliehen sollen. Verstanden? Gut. Gib das deiner Mutter. Lauf jetzt. Was war das? Eine Entschädigung. Bleib hier. Und misch dich nicht ein, egal was passiert. Halt dir die Ohren zu. Was war das für eine Explosion? Vielleicht ein Blitz oder sowas. Ruhe, alle miteinander. Leto von Guleta, wie schön, dich gesund und munter zu sehen. Lustig. Diese Lüge höre ich heute schon zum zweiten Mal. Das ist keine Lüge. Lebendig gibt sicher ein höheres Kopfgeld für dich. Ach ja, wie viel denn? Genug, um mir ein Haus in Kovir zu kaufen, wo ich herumliegen und bis ans Ende meiner Tage Obst essen werde. Nicht schlecht. Nicht jeder erfährt den Preis, der auf seinen Kopf ausgesetzt ist. Die meisten würden es vorziehen, dass keiner darauf ausgesetzt wäre. Aber was machst du hier? Mir das Leben leichter? Wir sind auf der Durchreise und wollten den berühmten Arnaud Wester persönlich treffen. Ich fühle mich geehrt. Wie schade, dass wir uns nicht besser kennenlernen werden. Warum? Wo soll es denn hingehen? Nirgends. Ich werde dich gleich töten. Töten willst du mich? Dabei kennst du mich gar nicht. Dafür muss ich dich wohl bestrafen. Aber ich töte dich nicht. Ich schneide dir nur die Hände ab. Ich hacke all eure Hände ab. Eine nach der anderen. Bis ans Ende eurer Tage werden die Stümpfe euch an den Fehler erinnern, den ihr gemacht habt. Verflucht nochmal, du Armleuchter! Ich hab keine zwei Worte mit ihm wechseln können. Er hat mich provoziert. Wir haben keinen Streit mit dir, aber eine falsche Bewegung und... Und was? Du endest wie er. Was sagst du dazu? Ihr geht eure Wege, ich gehe meine. Kluge Entscheidung. Nehmt seinen Kopf, dann nichts wie weg von diesem götterverlassenen Ort. Ihr nehmt gar nichts. Wenn ihr einen Beweis braucht, reicht sein Medaillon. Wir nehmen seinen Kopf. Du bist einer, wir sind drei. Aber in der Zeit, die ich bis hierher gebraucht habe, hat Leto 6 von euch niedergemacht, obwohl er einen Bolzen in der Brust hatte. Wie lange werde ich wohl brauchen, um euch zu töten? Ben, nimm das Medaillon. Der Kopf könnte verwesen, bevor wir am Ziel sind. Auf die Pferde! Wir reiten!
Sangebarisches Gift. Da stimmt was nicht. Hier? Die hätten dir den Kopf abgeschnitten, wenn ich nicht hier gewesen wäre. Oh, dann warst du doch noch nützlich. Du hättest mich einweihen können. Wo blieb da der Spaß? Findest du das lustig? Nicht so laut, Geralt. Ich bin gerade von den Toten auferstanden. Weißt du, an sangebarischem Gift kannst du immer noch sterben. Hast du das Gegengift? Satteltasche. Ich nehme es gleich, dann bin ich in ein paar Tagen wieder der Alte. Wozu denn diese Farce? Ich bin seit Lokmuin auf der Flucht. Viele haben mich verfolgt. Bin mal in einen Hinterhalt geraten. Wäre fast gestorben. Deshalb wollte ich allem ein Ende setzen. Für immer. Ich habe Vestas Bande gefunden und seinen Schützen bestochen. Den Rest kennst du. Was ist mit Louis? Hat er auch zu diesem Plan gehört? Nein, eine kleine Komplikation. Aber sein Verrat hat mich ins Grübeln gebracht. Trotzdem musste ich's riskieren. Muss schon sagen, es hat sich ausgezahlt. Leto von Goleta ist tot. Diese Nachricht wird sich wie ein Lauffeuer verbreiten. Jetzt muss ich nur noch verschwinden. Du könntest in Kaer Morhen erstmal abwarten. Mit deinen Freunden von der Wolfsschule? Nein, danke. Das könnte ein böses Ende nehmen. Sag ihnen, ich hätte dich geschickt. Sie werden verstehen und dir genügend Freiraum lassen. Kaer Morhen, sagst du? Ja, warum nicht? Muss noch ein paar Dinge erledigen. Aber dann breche ich dorthin auf. Kann ich dir noch irgendwie helfen? Brauchst du was? Nein, danke. Alles in Ordnung. Dann sehen wir uns in Kaer Morhen. Bis dann, Wolf. Soll ich meinen Mann zum Fluss? Vielleicht fängt er ja was.